Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Item Shop Watches hier auf geeknews.de. Ich zeige euch heute den Fallensteller Pelzumhang. Und wie ihr im Bild bereits sehen könnt, habe ich ihn angelegt. Es handelt sich hierbei um einen wunderschönen Pelz, den man gerade in den älteren Regionen wunderschön tragen kann. Aus verschiedenen Farben der Pelze zusammengenäht und oben mit einer Kette verziert. Diese trägt auch unsere Beutestücke in sich. Wir haben hier verschiedene Zähne bzw. Zahnelemente, die wir daraus geschnitzt haben. Hier diese kleinen Runen. Diese werden sich von der Farbe her niemals ändern, sondern nur das, was ihr jetzt gerade grau eingefärbt seht hier bei der Kette. Das zeige ich euch gleich nochmal. Gut, gehen wir in die Farben. Denn bei dem Umhang an sich, es ist kein Gleiter, deswegen wird er sich niemals ändern, also beziehungsweise ändern, wenn wir halt gleiten. Dieser ist nur als Rückenelement vorhanden, wenn wir also durch die Gegend laufen. Wenn ihr schon gesehen habt, beim Springen geht das hintere Ende ein bisschen hoch, aber sehr viel mehr werdet ihr als Bewegung nicht in diesem Umhang sehen. Ist ja auch ein sehr schwerer Pelz, den wir da auf dem Rücken tragen. In Ordnung, gucken wir uns also die Farben an. Die Originalfarben hatte ich jetzt gerade angelegt bereits und wir beginnen mit der Einfärbung. Dabei werde ich ein bisschen anders vorgehen, denn ich werde mit oben rechts anfangen. Das ist nämlich diesmal unsere Hauptfarbe. Ich mache es wieder in unserem klassischen Messing, damit wir nicht durcheinander kommen. Aber hier könnt ihr sehen, dass sich durch diesen Farbkanal oben rechts jetzt die ganze Hauptfarbe des Pelzes verändert hat. Der Farbkanal oben links bildet dann den Übergang jeweils von dem Hauptpelz zu dem Mittelteil oder zu den Enden. Achtet hierbei gleich auch mal oben drauf. Hier seht ihr noch so ein paar schwarze Haare. Gleich werden die ebenfalls eingefärbt. Ich zeige euch das auch nochmal, aber hier haben wir auch nochmal einen Abschluss. Genau wie hier im Übergang von dem oberen zu dem unteren Pelzmantel. Deswegen färbe ich jetzt den nächsten Farbkanal unten links lila ein. Da können wir es nämlich wunderschön sehen. Das ist nämlich die Abschlussfarbe hier. Hier unten in der Mitte. Hier wirkt es jetzt ein bisschen schwarz, ist allerdings das dunkle Lila, das ich ausgewählt habe, hier im Übergang. Und auch hier oben haben wir einen kleinen lila Rand. Und die letzte Farbe ist unser Blau. Unten rechts, das ist die Farbe der Kette. Wie ihr seht, die Zähne haben sich nicht verändert über den Lauf der Zeit. Nur die Kette an sich mit den Perlen und dem kleinen Anker hier. Ich wende das Ganze mal an, dann sehen wir es in-game. So, Farbkanal oben rechts, die Hauptfarbe. Oben links der weiße Übergang, den wir hier sehen, auch hier oben. Dann unten links, hier sehen wir den Lila-Abschluss, übergehen zu meinen Haaren. Die Lila-Mitte und das Ende hier unten. Und natürlich als letzten Farbkanal unten rechts die Perlen. Ich zoome noch mal ein bisschen näher ran. Ihr seht jetzt, wie ich es vorhin erwähnt hatte, dass sich die Kette eingefärbt hat, hier blau, auch mit den Umrandungen der Zähne, die Einfassung der Zähne. Aber die Zähne und die Schnitzereien an sich bleiben komplett unverändert. Ich hoffe, dass ich euch einen guten ersten Eindruck vermitteln konnte und bis zum nächsten Mal.